Herzlich willkommen zum Lecturecast in Kaufrecht, zweiter Teil. Über den Anwendungsbereich und den Hintergrund der Regelung haben wir bereits in einem anderen Lecturecast gehört. Jetzt geht es uns um die Frage, was denn eigentlich in diesem Einheitsprivatrecht steht. Das ist natürlich ein großer Brocken und daher müssen wir ihn zergliedern. Erstens Vertragsabschluss, zweitens Vertragsverletzung und drittens das Schadenersatzrecht des UN-Kaufrechts. Und damit haben wir eigentlich auch schon die drei großen Bereiche. Aber da fehlt uns natürlich einiges. Das ganze Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Kontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Geschäftsfähigkeit, die Wurzelmängel, Stellvertretungsprobleme beim Vertragsabschluss, das ist alles vom UN-Kaufrecht nicht erfasst. Und sogar in dem Bereich, der vom UNK umfasst ist, also Schaden also zum Beispiel, finden wir große Ausnahmen. Artikel 5 ordnet zum Beispiel an, dass der Schadenersatz wegen einer Körperverletzung oder der Tötung einer Person nicht nach dem UN-Kaufrecht geregelt ist. Das UN-Kaufrecht kommt also nicht zur Anwendung. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, dass wir für diese nicht geregelten Fragen erst recht wieder auf nationales Recht zurückgreifen müssen. Das heißt, dass wir zunächst kollisionsrechtlich ermitteln zu haben, welche Rechtsordnung zur Anwendung kommt und dann das verwiesene Recht für die Frage selbst materiell rechtlich anwenden müssen. Das UN-Kaufrecht bleibt außen vor. Und das ist einer der Gründe dafür, dass das Übereinkommen nicht sehr beliebt ist und oft auch von den Parteien ausgeschlossen wird. Denn selbst wenn wir unser Einheitsprivatrecht anwenden, es regelt nicht alle Fragen, die sich im kaufvertraglichen Verhältnis stellen können. Und da muss ich erst recht wieder auf die eine oder andere nationale Rechtsordnung zurückgreifen. Nun aber zur Frage, was vom UN-Kaufrecht alles geregelt ist. Erstens der Vertragsabschluss. Da finden wir große Parallelen zum Vertragsabschlussrecht des ABGB. Angebot und Annahme ergibt auch nach dem UN-Kaufrecht einen wirksamen Vertrag. Wir haben zwei größere Abweichungen, nämlich im Artikel 16 und im Artikel 19 des Übereinkommens. Der Artikel 16 regelt die Frage, bis wann ein Angebot widerrufen werden kann. Nach dem österreichischen Zivilrecht ist es einfach bis zum Zugang beim Oblaten, nachher nicht mehr. Der Artikel 16 ermöglicht dem Offerenten sein Angebot nicht nur bis zum Zugang, sondern sogar bis zu dem Zeitpunkt zu widerrufen, zu dem der Oblat seine Annahmeerklärung abgesendet hat. Artikel 19. Nach österreichischem Zivilrecht kommt der Vertrag bei Konsens zustande. Wenn man sich nicht einig ist, ist die Vereinbarung gescheitert. Und ob diese Uneinigkeit Hauptpunkte des Vertrags oder bloße Nebenpunkte betrifft, ist grundsätzlich nicht relevant. Artikel 19 regelt das etwas pragmatischer. Die Annahme, die geringfügige Abweichungen vom Angebot enthält, führt dennoch zu einem wirksamen Kaufvertrag. Grundsätzlich. Niemand muss sich allerdings eine Vereinbarung aufdrängen lassen, die man nicht möchte. Und daher anerkennt Artikel 19 die Möglichkeit des ursprünglichen Offerenten, einer solchen Annahme unter Anführungszeichen unverzüglich zu widersprechen. Das ist es aber auch schon mit den Unterschieden zwischen UN-Kaufrecht und nationalem Zivilrecht, was den Vertragsabschluss betrifft. Kommen wir zum größten Brocken des UN-Kaufrechts, den Leistungsstörungen. Hier stellen wir nach dem UN-Kaufrecht auf eine Vertragsverletzung ab, Breach of Contract. Das ist ein einheitlicher Leistungsstörungstatbestand und das ist schon ein großer Unterschied zum nationalen Zivilrecht, wo wir einen solchen einheitlichen Leistungsstörungstatbestand, die Leistungsstörung, nicht kennen. Nach den 917 fortfolgende ABGB unterscheiden sie ja zwischen Verzug, Unmöglichkeit und Gewährleistung. Wir nennen das die Trias der Leistungsstörungen. Das haben wir nicht. Wir haben nur die Vertragsverletzung. Und daher müssen wir einem einheitlichen Vertragsverletzungstatbestand das Wort reden und müssen mit einem einheitlichen Vertragsverletzungstatbestand operieren. Vertragsverletzung kann zunächst etwas sein, was der Verkäufer begeht, genauso wie etwas, was der Käufer tut. Wenn ich beispielsweise mangelhafte Ware liefere
Oder wenn ich gar nicht liefere, dann begehe ich verkäuferseitig eine Vertragsverletzung. Wenn der Käufer nicht bezahlt, begeht er eine Vertragsverletzung. Auch nach dem UIN-Kaufrecht kommt es auf einen Verhaltensvorwurf beim einen oder beim anderen nicht an. Das heißt also, auch das Leistungssteuerungsrecht des UIN-Kaufrechts ist natürlich ein verschuldensunabhängiges. Für die Frage, welche Rechte die beiden Vertragsparteien bei einer Leistungsstörung des jeweils anderen Vertragspartners geltend machen können, muss man jetzt differenzieren. Auf die Vertragsverletzungen des Käufers brauchen wir nicht näher eingehen, weil sich hier tatsächlich eine ganz weitgehende Parallele zum ABGB-Leistungsstörungsrecht zeigt. Auch wenn die Begriffe andere sind. Anders für die Vertragsverletzung des Verkäufers. Hier gibt es schon einige Unterschiede, die man auch besprechen muss. Allerdings sind die Unterschiede nicht so groß, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Denn auch dem UIN-Kaufrecht ist die Unterscheidung zwischen der Nichterfüllung und der Schlechterfüllung sehr wohl bekannt, wenn auch etwas durch die Hintertüre. Wir kommen gleich darauf zurück. Wie sieht es bei einer Nichterfüllung aus? Bei einer Nichterfüllung hat der Käufer die Möglichkeit, nach Artikel 46 Absatz 1 des Übereinkommens die Erfüllung zu verlangen. Das ist auch nicht sehr überraschend, wenn der Verkäufer nicht erfüllt hat, dann kann ich die Erfüllung verlangen. Aber, und hier sehen Sie, dass wir uns annähern an das, was wir nach dem österreichischen Recht auch kennen, wenn es sich um ein Fixgeschäft handelt oder wenn die Erfüllung nicht möglich ist, dann muss ich keine Erfüllung verlangen, dann kann ich bei einer Unmöglichkeit gar keine Erfüllung verlangen. Warum? Weil nach Artikel 49 Absatz 1 Litera A eine sogenannte wesentliche Vertragsverletzung vorliegt und bei einer wesentlichen Vertragsverletzung kann ich den Vertrag käuferseitig aufheben. Wie sieht es aus, wenn die Erfüllung möglich ist, wir auch kein Fixgeschäft vereinbart haben, aber sich der Verkäufer Zeit lässt? Nun, auch hier eine ziemliche Parallele zum österreichischen Recht. Bei uns müssen wir dem Vertragspartner eine Nachfrist setzen, nach deren Verstreichen wir uns lösen können. Ganz ähnlich ist es nach dem UIN-Kaufrecht. Nach Artikel 47 muss der Käufer dem Verkäufer eine Nachfrist setzen. Wenn die ungenützt verstreicht, kann er sich nach Artikel 49 Absatz 1 Litera B von der Vereinbarung lösen. Das heißt, bei der Nichterfüllung erkennen wir ganz deutliche Parallelen zum österreichischen Leistungssteuerungsrecht. Wie sieht es bei einer Schlechterfüllung aus? Bei einer Schlechterfüllung würden wir das Gewährleistungsrecht zur Anwendung bringen. Nach dem UIN-Kaufrecht wenden wir den Artikel 46 und den Artikel 49 an. Und wenn wir diese beiden Bestimmungen anwenden, dann erkennen wir zunächst eine Parallele zum österreichischen Gewährleistungsrecht. Auch nach dem UIN-Kaufrecht muss ich primär einmal die Nacherfüllung verlangen, die man dort Verbesserung oder Ersatzlieferung nennt. Ersatzlieferung ist das, was nach dem österreichischen Recht der Austausch ist. Die Ersatzlieferung kann ich, und das ist jetzt tatsächlich ein Unterschied zum österreichischen Recht, allerdings käuferseitig nur verlangen, wenn es sich um eine wesentliche Vertragsverletzung des Verkäufers handelt. Bei einer unwesentlichen Vertragsverletzung bin ich an die Reparatur, an die Verbesserung der Sache gebunden. Warum? Naja, als man das UNK geschrieben hat, ist man davon ausgegangen, dass die Verträge über die Grenze abgeschlossen werden. Natürlich, das ergibt sich aus dem räumlichen Anwendungsbereich. Und das bedeutet, dass eine Neulieferung meistens mit hohen Transportkosten verbunden sein wird. Und deswegen schränkt man den Anwendungsbereich der Ersatzlieferung hier etwas ein. Die gibt es nur bei einer wesentlichen Vertragsverletzung. Und ich kann mich vom Vertrag nur, wenn bestimmte zusätzliche Gründe zutreffen, lösen. Artikel 49 Absatz 1 Litera A, bei einer wesentlichen Vertragsverletzung kann ich mich von der Vereinbarung lösen. Und alternativ Artikel 50 UIN-Kaufrecht, ich kann subsidiär den Preis herabsetzen, aber auch das kann ich nur, wenn der Verkäufer nicht erfüllungsbereit ist,
nicht bereit ist, eine Nacherfüllung vorzunehmen. Das heißt also, nach dem UIN-Kaufrecht habe ich sehr wohl auch eine Zweistufigkeit. Primär muss ich Nacherfüllung verlangen. Nur bei einer wesentlichen Vertragsverletzung kann ich mich von der Vereinbarung entweder ganz durch Auflösung oder teilweise durch Preisminderung lösen bzw. sie korrigieren. Aber im Detail gibt es eben sehr wohl Unterschiede. Die Ersatzlieferung habe ich nur bei einer wesentlichen Vertragsverletzung. Die wesentliche Vertragsverletzung, die im Artikel 25 definiert ist, die dürfen wir nicht wörtlich nehmen. Eine wesentliche Vertragsverletzung würden wir, wenn wir es wörtlich verstehen, annehmen, wenn der Verkäufer gar nicht liefert, weil dann entgeht mir ja das, was ich nach dem Vertrag im Wesentlichen erwarten durfte. Das ist die Definition des Artikel 25. Aber tatsächlich liegt eine wesentliche Vertragsverletzung eben nicht vor, wenn ich noch nachliefern kann und zur Nachlieferung bereit bin. Genauso wie eine wesentliche Vertragsverletzung des Käufers nicht vorliegt, wenn er in bloßem Zahlungsverzug ist, aber eine Zahlung absehbar leisten kann. Das heißt, lassen Sie sich von diesem Begriff der Wesentlichkeit der Vertragsverletzung nicht zu sehr täuschen. Hier sieht es auch nicht anders aus als nach nationalem Zivilrecht. Wenn die Nachlieferung unmöglich ist, ist die Vertragsverletzung wesentlich. Das bedeutet für die Schlechtlieferung, ich bin nicht mehr an meinen Vertragspartner gebunden. Ich kann nach Artikel 49 Absatz 1 Liter A mich von der Vereinbarung lösen. Also wir erkennen durchaus gewisse Strukturparallelen. Da es sich in aller Regel um B2B-Verträge handelt, zwischen also einem Unternehmer und einem anderen Unternehmer, erkennen wir auch eine zweite strukturelle Parallele. Im österreichischen Zivilrecht hätten wir die Mängelrügeobliegenheit nach § 377 UGB. Nach dem UIN-Kaufrecht, Artikel 39 des UNK, haben wir ebenfalls eine Rügeobliegenheit und weitere Parallele, eine absolute Frist von 2 Jahren, nach der eine Vertragsverletzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, also eine Schlechtlieferung nicht mehr geltend gemacht werden kann. Und das ist nach § 33 ABGB bei uns ja in Österreich ganz ähnlich. Einen Unterschied erkennen wir auch hier. Wenn ich eine vernünftige Entschuldigung für das Unterbleiben einer Rüge habe, dann kann ich immerhin noch den Preis herabsetzen. Das heißt also, ich verliere nicht gleich all meine Rechte aus der Schlechterfüllung, sondern eben nur manche Behelfe. Und damit kommen wir zum dritten großen Brocken, dem Schadenersatzrecht, das in den Artikel 74 und den folgenden geregelt ist. Das UIN-Kaufrecht sagt, bei den Pflichten des Verkäufers und bei den Pflichten des Käufers, dass neben diese Rechte, die wir gerade besprochen haben, Nacherfüllung, Vertragsaufhebung, auch die Rechte des Schadenersatzes treten können. Ich kann das also kombinieren, aber Achtung, nur mit Blick auf den Vermögensschaden ist der Artikel 74 relevant. Der Personenschaden ist nach Artikel 5 ja nicht vom Anwendungsbereich des UIN-Kaufrechts erfasst. Und da gibt es jetzt einige Unterschiede, die auf den ersten Blick sehr großmächtig daherkommen, die bei Prüfungen auch gerne vor allem bei mündlichen abgefragt werden, wo man aber Ihr Wissen und Ihr Verständnis testen kann, wenn Sie zugleich auch erklären, warum der Unterschied nur auf den ersten Blick so groß ist. Was wird immer gesagt? Der Schadenersatz nach dem UIN-Kaufrecht ist erstens verschuldensunabhängig. Zweitens, er erfasst auch den entgangenen Gewinn. Und drittens, es werden nur vorhersehbare Schäden ersetzt. Nun, gehen wir es im Detail durch. Zum ersten Unterschied. Natürlich ist der Schadenersatz nach dem nationalen Schadenersatzrecht nicht verschuldensunabhängig. Das ist ja eine der 4 Kernvoraussetzungen für den Schadenersatzanspruch. Aber im vertraglichen Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer kehrt § 1298 ABGB die Beweislast für das Verschulden um. Das heißt also, wir haben zwar einen verschuldensabhängigen Schadenersatz, aber eine Beweislastumkehr. Wie sieht es im UIN-Kaufrecht aus? Der Schadenersatzanspruch ist zwar verschuldensunabhängig, aber Artikel 79 sieht Befreiungsgründe vor. Das heißt, der Verkäufer kann sich beispielsweise auf höhere Gewalt, den Blitzschlag, die Naturkatastrophe etc. berufen. Das macht den Unterschied zumindest etwas kleiner. Aber ein Unterschied bleibt bestehen, was sich anhand eines
typischen Beispiels leicht zeigen lässt, die Lieferkette. Stellen Sie sich vor, der Händler kauft beim Produzenten zu und veräußert die Ware an einen Einzelhändler weiter. Also eine klassische Lieferungskette auf höherer Absatzstufe. Nach dem österreichischen Schadensersatzrecht gilt der Stehsatz, dass sich der Händler dem Produzenten nach 1313a nicht zurechnen lassen muss. Er kann also den Freibeweis für das Verschulden sehr wohl erbringen. Er war es nicht, es war der Produzent, aber der ist ihm halt nicht zurechenbar. Nach Artikel 74 in Verbindung mit Artikel 79 UNK-Recht wird demselben Händler bei Anwendung des UNK der Freibeweis aber nicht gelingen, weil die Befreiungsgründe bei ihm vorliegen, aber nicht beim Produzenten. Und der Artikel 79 sieht vor, dass die Befreiungsgründe auch bei einem Zulieferer eintreten müssten, damit ich mich frei beweisen, damit ich mich auf die Befreiungsgründe stützen kann. Zweiter Unterschied, der entgangene Gewinn. Tatsächlich ist der entgangene Gewinn in Österreich nur beim groben Verschulden ersatzfähig. Allerdings wissen Sie, dass der Oberste Gerichtshof den Unterschied zum positiven Schaden modifiziert hat. Das heißt also, hat den positiven Schaden immer breiter gesehen zu Lasten des entgangenen Gewinns, für den eigentlich immer weniger Platz übrig geblieben ist. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass wir hier meistens über B2B-Verträge sprechen und nach § 349 UGB der entgangene Gewinn bei jedem Verschulden auch nach nationalem Unternehmensrecht ersatzfähig ist. Das heißt, auch dieser Unterschied ist nicht so groß, wie man auf den ersten Blick meinen möchte. Dritter Unterschied, die Vorhersehbarkeit. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Schadenersatz nach dem UNK-Recht zusteht. Auch das ist nur ein vermeintlicher Unterschied, oder das ist tatsächlich nur ein vermeintlicher Unterschied, denn wir haben im österreichischen Schadensersatz mit Adäquanz- und Rechtswidrigkeitszusammenhang ganz ähnliche Filter, die dazu führen, dass ich nur die im Vertragsverhältnis vorhersehbaren Schäden zu ersetzen habe. Aber im Detail gibt es, wie angesprochen, sehr wohl Unterschiede. Und was Sie auf jeden Fall wissen müssen, ist, dass der Schadenersatz nach dem UNK-Recht nur den Vermögensschaden erfasst. Personenschäden sind davon nicht betroffen, sind nach nationalem Regime zu ersetzen oder nicht zu ersetzen und dass er grundsätzlich einmal verschuldensunabhängig zusteht. Also zusammenfassend, das UNK-Recht regelt Einheitsprivatrecht, aber nur punktuell. Der Vertragsabschluss ist weitgehend parallel wie im nationalen ABGB geregelt. Bei den Leistungsstörungen haben wir einen einheitlichen Leistungsstörungstatbestand der Vertragsverletzung und der Schadenersatzanspruch nach den Artikel 74 fortfolgende ist parallel dazu möglich und verschuldensunabhängig.